So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, der Aufnahmetest gerade war positiv, es war nicht asynchron, also ich hoffe, es passt. Ich habe eigentlich keine Zeit aufzunehmen, aber ein Video kriege ich vielleicht gerade hin. Chosen hat was Neues hochgeladen, habe ich gesehen. Und ich habe auch gesehen, Twanks hat irgendeine Art von Levelcode in die Kommentare geschrieben, aber Twanks hat zumindest hier nichts Neues gebaut. Also ich weiß nicht, was es für ein Levelcode ist. Den schauen wir uns, wenn nachher noch Zeit ist, vielleicht noch an. Jetzt erstmal Chosens. Ach du grüne Neune. Ja, das habe ich ja super getimed. Ich bin der Größte. So. Ich muss wahrscheinlich los, wenn die oben sind. Ja. Okay. Ah, zu langsam. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Damit. Wenn ich nicht so viel rede, dann, ja, ihr hört zwar ein bisschen was, aber nicht viel. Conan ist gestresst. So. Ah, oh, das war wieder zu bald. Jetzt haben wir zu spät und zu bald, das heißt, in der Mitte haben wir es jetzt geschafft. Im Durchschnitt, wollte ich sagen. No! Guter erster Raum. Und das müssen wir jedes Mal spielen, weil ich glaube nicht, dass hinter der Tür direkt der Checkpoint kommt. Weil wir werden irgendwann den Rhythmus drin haben. So. Jetzt muss ich nur noch da hoch. So. Die Frage ist, hat er ein Troll-Level gebaut oder muss ich hier wirklich... Okay, hier ist kein Block, nix. Ich brauche also eine Art Springboard. Es ist ein Springboard. Aber irgendwie traue ich der... Hä? Ich habe zu viele Troll-Level geguckt, offensichtlich. Es ist einfach, es ist nichts... Es ist alles in Ordnung mit dem Springboard. Oh. Wait. Ah. Ja, wenn das mal in SMW gehen würde, das würde so viel vereinfachen, ne? So vieles würde das vereinfachen. Oh, da geht das gar nicht. Das ist ja blöd. Mist, ich brauche das 100... Ja. Klar brauche ich das. Kommt es? Oh, das war blöd. Kann ich den resetten, den Raum? Ja, das Ei ist da. Ja, kann ich resetten. Okay. Gut. Dann ist ja alles gar nicht so wild. Dann kriegen wir das ja hier rüber. Na, ah, Mist. Okay. Ich hoffe einfach mal auf einen rechtzeitigen Checkpoint, dass die Zeit da oben nicht abläuft. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wie muss ich das denn schießen aus dem Mund, dass es dahin passt? Muss ich sofort losschicken, oder was? Irgendwie so. Das, ist, was ich hier durchschicken kann, ist das wäre wiederum jetzt besser im Original SMB. Ja, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann Yoshi hier durchschieben, das ist schön. Wir müssen keine
keinen Quatsch machen. Aber dafür funktioniert alles andere nicht. Ja. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, wait. Nein, ich bin dumm. Ich hab's verstanden. Es hat lang genug gedauert. Geht, ich weiß nicht, ob es geht, aber wir werden feststellen, ob es geht. Wir werden feststellen, ob es geht. Ich denke mal, es wird gehen. Aber wir werden es gleich sehen. So, du gehst hier hin. Ich gehe hier hin. Jetzt kann ich es mir holen. Ja, natürlich. Hätte ich auch eher drauf kommen können. So, wie geht es da drüben weiter? Lässt sich nicht sehen. Toll. Okay. Da ist der Checkpoint. Aber können wir das jetzt bitte nicht versauen? Gut. Checkpoint ist doch schon mal eine gute Sache. So, der fährt nach hier. Mehr kann er aber auch nicht. Der muss also hochgeschoben werden gleich irgendwie. Mit dem Ding da. Und dafür brauche ich wieder das Yoshi. Aber auch das ist noch eingesperrt. Und da kommt irgendwas anderes raus. Oh Gott, hat er jetzt hier echt Puzzle gebaut? Da ist meine Bombe. Ach so. Nein, das wollte ich nicht. Oh, Chosen, bau doch nicht in Mario Maker deine Puzzleräume. Das will ich gar nicht sehen. Kann ich das irgendwie... Nee, ich komme da nicht anders ran. Ja. Wie auch immer. Nein, jetzt wirft er gerade. Der Doofkopf, ey. Lul. Was ich mich gerade frage, warum kann man da wieder raus, wenn man da oben drin ist? Ich meine, man will ja da hin. Aber warum kann man wieder raus? Wird das noch relevant oder ist das Zufall? Nein, das war zu bald. Weck mich doch. Ah, jetzt... Blöden langsamen Knochen, ne? Jetzt passt die Geschichte. So. Runter, runter. Eieiei, jetzt muss ich warten. Bis es sich bequemt hat, hierher zu laufen. So. Jetzt muss ich schnell sein. So, da kommt jetzt ein Koopa raus. Genau. Oh nein, das ist wieder so eine Röhre, ne? Okay, und jetzt kann ich... Ah, jetzt muss ich den Block treffen. Oh Gott. Nein, ich hab die angest... Oh. Wie kann es nicht eine grüne Röhre sein, wo nur einer rauskommt? Ach, Mist. Ich hab doch schon verstanden, was ich tun muss. Wenn ich das irgendwie breaken könnte, dass ich da was gegenwerfe, dann hätten wir es schon.
aber leider ist das nicht der Fall. Das wollte ich nicht. No, reicht es? Es reicht nicht, ne? Jetzt aber. Und da kommt er auch schon. Nein! Oh Gott. Wenn ich das mache, breche ich ab. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie lange er selbst gebraucht hat. Leider nicht geguckt. Nein! Oh, warum muss das denn da oben auch alles so... Oh! Warte, nicht weiterlaufen. Jetzt kannst du weiterlaufen. So. Willst du mich... Geh doch heim. So. Der soll halt nicht werfen, wenn er hierher gerade kommt. Okay, passt. So, jetzt fix. Puh, das ist echt knapp, ne? So, gleich die eine nehmen, bevor die andere rauskommt. Und jetzt abwechslungsmal... Wait, ich muss den Sprung machen, ohne das Yoshi-Ei auszulösen. Sonst kommt es nicht mehr raus, oder was? Oh, Scheibenhonig. Und das geht natürlich... Ach, nein! Also, Anlauf, zack. Ja. Hätte ich mir denken können. Das wollte ich nicht. Wobei, ist ja egal, der untere kann ja weg sein. Nein, das reicht nicht. Ah, natürlich. Oh, es nervt mich. Dieser Typ da oben nervt mich. Nein, ich hab vergessen, dass ich weit springen muss. Das war mein Fehler. So. Zack. Warte auf den Moment, dass er gerade seinen Knochen zückt, wenn ich auf ihn da drauf springen will. Genau auf den Moment warte ich. Du Die kommt auch nicht wieder jetzt, ne? Die ist weg. Das ist beides weg. Na, leck mich doch am Arsch. Du Scheißvieh, ey. Dazu sage ich nichts. Ja, das war ich zu ungeduldig. Oh, wait, ich bin ja komplett dumm. Oh mein Gott, ich kann ja da... Oh, ich bin ja doof. Ich mache mir schon wieder das Leben viel schwerer, als es ist. Ja, das...
kann ja direkt zu dem hochspringen. Ich muss ja gar nicht über die Brücken gehen. Ich kann ja... Warum ist das eigentlich da? Ach, warum bin ich denn jetzt so blöd? Gah! God dang it. God dang it. Ist das mein verdammter Ernst? So, ich kann ja einfach hier hoch. Was mache ich mir denn immer alles so schwer? Also ganz ehrlich. Blöd kann man denn sein? Komm her. So. Erster Cooper wird gleich genommen. Muss ich da weiter wegstehen? Ah ja. So, jetzt möchte ich erstmal, dass mir der nicht nachher noch Ärger macht. Das wäre blöd. Achso, ich muss weiter weg. Weit weg genug? Gut. So. So. Kann ich den Geist? Jetzt muss ich das essen, ohne dass Yoshi drauf... Oh nein. Okay, never mind. So, jetzt müsste ich ja eigentlich durch den Geist einfach durchkommen, ne? Oh, ich dachte, den killt's mit. Ups. Ups, das ist ja jetzt blöd gelaufen. Jetzt muss ich das nochmal schaffen. Okay, geht aber wieder. Okay, also dann muss ich da durch ohne... Oder kann ich den Geist abschießen? Nee, kann ich nicht, ne? Weiß immer nicht, wie die Geister in Mario Maker so reagieren. Auf solche Versuche. Hat er keinen Bock drauf. Aber ich habe ihn auch nicht getroffen. Wir probieren es einfach kurz, weil warum nicht? Nee, okay, trifft nicht. Das kann ich aber machen, oder? Ich kann, wenn ich mit Yoshi rübergehe... Ich glaube, dann kann ich den... Dings. Ach, ich mach das so. Haha. Weil Yoshi kann ich nicht mehr nutzen. Ich krieg Yoshi hier ja gar nicht durch. Ich glaube, dafür ist dieser Weg. Oh Gott, geht das? Oh. So, runter. Und hoch mit dir. Nein, viel höher. Das reicht nicht. Jetzt reicht's. So, jetzt mach kaputt hier. So. Aber wieso kann ich da wieder runter? Das ist das, was ich nicht verstehe. Irgendwas geht da noch schief. Oh mein Gott! Oh, was ist das denn für eine Schar, meine Fresse? Nein, gib mir doch erst einen Checkpoint, Chose. Ich hasse dich. Nee, das überlebe ich nicht. Jetzt muss ich so lange aushalten, bis ich da durch kann. Ach, scheiße. Gott, war das dumm. Einmal probieren wir das noch, aber... Nee. Ich werde das Video nicht länger als eine halbe Stunde machen und ich werde das Level auch nicht weiterspielen als eine halbe Stunde. Wenn ich es jetzt in dem Ablauf nicht schaffe, dann schaffen wir es halt nicht. Dafür ist schon wieder zu viel Zeug hier drin, was mich nervt. Nein, 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 nein. Aber jetzt kommt gleich der zweite raus. Das ist ein Problem. Okay. Okay, eigentlich ist jetzt der Knochentyp egal. Wenn ich hier treffen würde. Sonst ist das nämlich nicht... Ah, genau deswegen will ich den weghaben eigentlich. Aber jetzt haben wir ihn getroffen. Jetzt ist der Knochentyp tatsächlich egal.
So. Ich kann ihn sogar essen, ne? Aber es ändert nichts. So. Das sind mir einfach schon wieder zu viele Sachen, die ich hier machen muss, die Zeit kosten, bis wir das haben. Wenn ich jetzt da drüben wieder sterbe, dann... Nee, dann habe ich keine Lust mehr. Nicht da, wenn der mir auch mal abfallen würde, das wäre auch blöd. Wenn der mir nochmal... Weil ich habe jetzt der Yoshi runtergeschmissen, dann wäre vorbei. So. Am besten irgendwie gleich in die Mitte. Ja, so. Bisschen jetzt mit dem mitgehen. Bisschen mit dem mitgehen. Wieder zurückkommen wird schwierig. Oh mein Gott, yes. Oh, heilige Scheiße. Okay. Aber sowas, warum macht er denn sowas nochmal am Schluss ran? So, hier muss ich... Im Prinzip mit der Ranke, die jetzt dann wahrscheinlich zurückfährt. Ah ja. Weil diese Ranke, die fährt ja in die eine Richtung und wenn die... Nee, Quatsch, die fährt ja gar nicht. Die kann ja gar nicht dahin zurück. Gibt's hier dann in... Ich brauche irgendwas, dass ich durch die Stacheln kann. Ich brauche irgendwas, dass ich hier groß durchgehe, sodass mir die Dinger nichts anhaben. Und dann keine Ahnung. Sheesh. Wie lang ist dieser Quatsch? Man weiß es nicht. So, jetzt kann ich gut durch. Da ist schon mal mein... Hä? Ach, da ist eine Wolke. So, jetzt testen wir das mal ganz kurz. Oh, wait. Ich komme da gar nicht durch als Großer. Ich muss den... Ah, nee. Ich muss irgendwas hier rein. Das geht sonst nicht. Da muss irgendwas hier rein. Ja, da muss ich erstmal durch. Okay, ich muss als allererstes mit der Ranke hier durch. Ach du Schande. Als erstes muss ich mit der Ranke da durch. Dann sehen wir weiter. Es muss ein Yoshi... Nee, es muss kein Yoshi geben. Es kann auch was anderes sein. Glaube ich. Ich weiß, bin mir noch nicht so schlüssig. So, aber jetzt erstmal Ranke. Der Pilz bleibt da drin. Dem tut es nicht weh. So, so. Ganz weit runter. Oh, okay. Und da ist aber schon Schluss. Was kommt da raus aus der Röhre? Das müssen wir noch erfahren. Dann haben wir es eigentlich schon. Den Raum hier. Dann ist der Raum ja gar nicht so lang. Also ich muss dann ganz schnell runter. Das muss ich hier schon vorbereiten. Okay. Und jetzt ist die aber auch... Ja, moin. Und jetzt ist die aber auch weg, wollte ich sagen. Und dann habe ich sie auf mich drauf fallen lassen. Das, ja. Ich würde ja fast drüber lachen, wenn ich nicht gerade super genervt werde. Nicht vom Level. Nicht vom Level. Nein, nein, nein. Der Raum nervt mich gerade weniger als der Raum davor. Der Raum ist okay. So, jetzt bleib einfach hier stehen, dann passiert auch nichts. Hier kommt aber auch nichts raus. Das heißt, ich muss da rein. Das ist ein extra Raum. Oh Mist. Okay, hier gibt es einen Koopa. Der einen P-Switch auslöst. Ich verstehe, wo der Pau hin ist. Ich verstehe den Gedanken. Wir müssen an den Pau rankommen. Oh nein. Oh nein, wenn ich... Ich meine, ich kann es so wie resetten gleich. Hoffe ich. Sind die Blöcke dann wieder da? Nein. Die Blöcke hier sind jetzt weg. Aber was bringt es mir, wenn die Blöcke...
Was ändert denn das, wenn die Münzen da oben da sind? Das verstehe ich jetzt ja überhaupt nicht. Jetzt löst er das sofort aus, wenn ich reingehe. Einfach, ach so, weil der Block weg ist. Ja, okay. Aber ich verstehe nicht. Selbst wenn diese Blöcke da sind, dann läuft er ein bisschen weiter bis hierhin. Ah, ich verstehe schon. Glaube ich. Ich habe es schon versaut. Gucken wir mal, ob wir irgendwas breaken können, aber das scheint mir nicht so. Der Pow-Block muss hier in die Mitte. Und wenn der Pow-Block hier in der Mitte ist, fährt der Pilz da drüber. Und über einen Shell fährt der Pilz ja wahrscheinlich nicht. Das wäre mir neu. Ja, so... So sowieso nicht. Und dann kann ich da rein. Alles klar. Oh mein Gott. So. Und dadurch, dass ich da einen Peasage auslösen kann, kann ich dafür sorgen, dass Koopa und Shell eine Einheit bilden. Und dann ist das schwerer und wird den Mancha runter hochdrücken. So muss es gedacht sein. Ich muss jetzt erstmal den runterlaufen lassen. Dann löse ich damit die Münze hier aus. Jetzt hat er die Münze gesammelt, das heißt, die kommt nicht wieder. Und jetzt macht er standardmäßig hier erstmal aus den Münzen Blöcke. Und ich kann, wenn ich da dagegen springe, bekomme ich einen Koopa in der Shell, der so dann schwerer ist als shit. Ich hätte ihn aber in der Hand halten müssen. Ich hätte ihn in der Hand halten müssen. Ist okay, kriegen wir resettet. Dann machen wir das erst beim allerletzten. Dann kommt er mir ja auch entgegen. Weil dann muss ich mich echt schicken, dass der nicht rausgeht vorher. So. Und jetzt haben wir den Pau. Und jetzt ist alles cool. Jetzt ist nur noch der Geisterring ein Problem. Wenn wir den Geisterring passiert haben, sind wir fertig. So, so müsste der Pilz drüber fahren. Jetzt muss ich da einen Rückweg. Okay, jetzt wäre zum Beispiel ein perfekter Rückweg gewesen. Ich hoffe, ich screen den Pilz nicht off. Nein! Kann ich den nochmal holen oder muss ich jetzt wieder neu starten? Okay, ich kann den nochmal holen. Ich hatte Bedenken. Ich hatte ein paar Bedenken, aber es hat funktioniert. Okay, also ich kann, wenn ich es versaue, den nochmal holen. Gut. Gut, die Lücke war zu groß. Probieren wir die Lücke aus. Er ist umgedreht. Aber wenn ich den jetzt eingesammelt habe, ich
glaube, dann ist jetzt wirklich vorbei, oder? Ich glaube, der kommt dann nicht wieder. Ich glaube nicht, dass der Pilz nochmal wiederkommt. Wobei der Pilz ja nicht aus dem Block rauskommt. Wir probieren's. Wir probieren's. Aber ich glaube, der ist jetzt, gilt jetzt als gesammelt. Weiß es nicht. Wir werden es gleich feststellen. Ja. Kein Kommentar. Also muss der ja exakt drüber. Das ist ja schon wieder Millimeterarbeit. Das ist ja schon wieder Millimeterarbeit. Ach, Chosen. Warum? So, jetzt müssen wir warten, bis er die Münze einsammelt. Was soll ich denn wissen, wann der passt? Ich dachte, wenn ich drüber laufe, ohne ihn aufzusammeln, passt. Das ist auch wieder nicht richtig. Und das Problem ist jetzt, ich kriege ihn nicht mehr raus. Der ist jetzt schon fest da drin, aber ich sehe genau, dass der in die Lücke fallen wird. Ja, oder so. Super. Jetzt fährt er da unten rum. Wait, wieso kommt da jetzt nichts raus? Will zurück? Hä? Die löst sich nicht mehr aus, oder was? Ranke ist kaputt. Weiß nicht, warum Ranke jetzt kaputt ist, aber okay. Ranke ist kaputt. Machen wir wohl doch beim nächsten Mal das Level weiter, ne? Ich habe jetzt, ich hab jetzt keine Lust, den Part noch länger werden zu lassen. Es geht nicht. Das geht einfach nicht. Nee, ich höre jetzt auf. Danke fürs Zuschauen. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und tschüss.